Willkommen bei Radwell International Germany. Mein Name ist Mario Netzer. Ich bin Elisa Harnisch und gemeinsam möchten wir Sie gerne zu einem Rundgang in unserer Niederlassung in Krefeld einladen. Das Geschäftsmodell von Radwell basiert auf drei Säulen: Reparatur, Verkauf, Ersatzteilen und Rückkauf von überschüssiger Ausrüstung. Wir verfügen über eine moderne Reparaturwerkstatt und wir sind ein anerkannter Wiederverwertungsbetrieb, doch mehr dazu etwas später. Lassen Sie uns mit unserem Rundgang hier an der Rezeption beginnen. Hier wartet immer ein freundliches Gesicht darauf, Sie bei Radwell willkommen zu heißen. Im Rezeptionsbereich befindet sich auch unser Konferenzraum, den wir sowohl für interne Besprechungen als auch für Kunden- bzw. Lieferantentermine in Anspruch nehmen. Bevor wir mit unserer Tour beginnen, möchten wir auch erwähnen, dass Radwell immer wieder lokale Wohltätigkeitseinrichtungen unterstützt und zu verschiedenen Anlässen Essen, Spielzeug und Ähnliches sammelt und diese an örtliche Organisationen spendet. Wir schätzen uns glücklich, dass unsere Mitarbeiter mit ihrer Großzügigkeit diese Aktion immer wieder gerne unterstützen. Aber lassen Sie uns nun unseren Rundgang beginnen. Hier ist unser Aufenthaltsraum, wo unsere Mitarbeiter zur Mittagszeit Zeit zum Ausspannen finden. Wir befinden uns hier in unserer Motorreparaturenabteilung. Hier werden Motoren wie Servomotoren, Bürstenlose und Gleichstrommotoren repariert. Der Vorteil ist, dass die Reparaturen herstellerunabhängig durchgeführt werden. Das heißt, egal wer Ihren Motor produziert hat, wir können ihn mit großer Wahrscheinlichkeit reparieren. Wir befinden uns hier nun in der Reparaturwerkstatt. Jeder unserer Techniker hat seinen eigenen Arbeitsplatz, um Reparaturen durchführen und auch abschließen zu können. Wir machen viele verschiedene Arten von Reparaturen. Unter anderem können wir Bedienelemente, Steuerungen, SPS-Baugruppen, Leiterplatten und Frequenzumrichter reparieren. Im Anschluss an die Reparaturen müssen diese natürlich auch getestet werden. Mit unseren Testvorrichtungen können die Techniker sicherstellen, dass alle Reparaturen korrekt ausgeführt werden, bevor sie an unsere Kunden zurückgeschickt werden. Wir sind hier nun in unserem Motor Load Center. Eins der wichtigsten Dinge, die wir bei Radwell nutzen, sind unsere mobilen Prüfstände. Sie sind auf Räder montiert und können so zu jeder Werkbank hingefahren werden. Wir können damit viele verschiedene Systeme, einschließlich Analog- und Kommunikationsmodule, testen. Marken wie zum Beispiel Allen Bradley, GE Fanuc, Mitsubishi, Modicon, Schneider Electric, Control Technics, Omron und Siemens können alle mit unseren mobilen Wagen getestet werden. Unsere Entwicklungsabteilung ist ständig dabei, noch mehr dieser Testwagen für verschiedene Marken und Vorrichtungen zu entwickeln und zusammenzubauen. Wir haben sogar schon kundenspezifische Prüfstände für Reparaturen von unseren teuersten Kunden gebaut. Hinter uns befindet sich unser Kleinteile-Lager. Hier werden tausende kleine Bauteile und Komponenten gelagert, die von unseren Technikern für die Reparaturen benötigt werden. Willkommen hier in unserem Service Center. Das gesamte Areal ist ESD-sicher. Was wir als statischen Schock kennen, kann während der Reparaturarbeiten zu Beschädigungen bei elektronischen Komponenten führen. Um dies zu verhindern, tragen wir in der Werkstatt Fersenriemen und antistatische Armbänder, um die statische Ladung zu absorbieren, bevor wir die Teile anfassen. Unser Ziel ist es, Ihnen effiziente Diagnosen und qualitativ hochstehende Reparaturen zu bieten. Um Schnelligkeit, Genauigkeit und Qualität zu garantieren, haben wir bestens ausgebildete Techniker für Reparaturen und Qualitätssicherungen angeheuert. Wir werden fortlaufend auf neuer und alter Ausrüstung sowie auf unseren Testanlagen weitergebildet. Wenn ein Artikel ankommt, wird er zuerst von einem Ingenieur begutachtet. Er wird dann nach einem Techniker zur Reparatur oder im Falle eines Lagerartikels zur Qualitätsprüfung zugeteilt. Alle Artikel aus unserem Lagerbestand und alle Reparaturen beinhalten eine zweijährige Garantie. Wenn wir eine Reparatur von einem Kunden erhalten, wird sie von unserem Technikteam inspiziert, bevor sie bei einem Techniker auf der Werkbank landet. Hierbei wird zuallererst festgestellt, ob ein Gerät überhaupt reparierbar ist. Danach wird je nach Reparatur- und Ersatzteilaufwand der Reparaturpreis ermittelt und der Kunde wird darüber in Kenntnis gesetzt. Erst nach Freigabe durch den Kunden beginnen die Techniker mit den Reparaturarbeiten. Dazu möchte ich noch anmerken, dass die Begutachtung und Angebotserstellung für unsere Kunden kostenlos durchgeführt wird. Wir befinden uns hier nun im Wareneingangsbereich. Hier werden alle Artikel, die wir für unser Lager einkaufen, kontrolliert, mit einem Barcode versehen, in unsere Lagerliste eingescannt und anschließend ins Warenhaus zur Einlagerung geschickt. Eintreffende Teile werden zeitnah in unseren Lagerbestand aufgenommen, damit sie unseren Kunden schnellstmöglich zum Verkauf angeboten werden können. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die Teile in ESD-sichere Behälter gegeben und eingelagert. Zum Abschluss unserer Tour möchte ich Ihnen gerne noch unser Vertriebsbüro zeigen.
Durch den anhaltenden Wachstum unseres Unternehmens wird sich auch unser Vertriebsteam kontinuierlich vergrößern. Wir können unseren Kunden in vielen Fällen 2 bis 3 verschiedene Möglichkeiten anbieten. Von fabrikneuen Teilen über eigene Lagerartikel bis hin zur Reparatur. Außerdem können wir oft einen Service-Austausch anbieten. Das heißt, Sie senden uns Ihr defektes Gerät und wir senden Ihnen parallel ein funktionierendes zu. Falls Ihr defektes Teil für uns reparabel ist, gibt es für Sie eine Gutschrift über einen Teil des Kaufpreises. Alle Lagerartikel und Reparaturen beinhalten eine 2-jährige Garantie. Für fabrikneue Teile gilt die Herstellergarantie. Wir sind nun am Ende unseres Rundgangs. Wir hoffen, die Tour hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Es war uns ein Vergnügen, Ihnen unser Unternehmen zu zeigen. Viele weitere Informationen über uns finden Sie auf unserer Webseite www.radwell.de und auf allen sozialen Medien. Vielen Dank und auf Wiedersehen.